Was ist der Leitsatz der Spray-Athene? Wir können alles, doch uns kann keiner. Und uns schmeckt prima, das liegt am Klima. Berliner Weiße mit Schuss, ja. Ein flotter Volksstamm ist hier zu Hause. Ist ziemlich fleißig, macht auch gern Pause. Und trinkt oft fröhlich bei einer Sause. Berliner Weiße mit Schuss. Und alle, die Sie hier so sehen, in unseren Szenen heute laufen, fahren oder stehen, sind Menschen, nicht bloß Leute. Nötig gewesen, Knick. Oh. Wenn jemand zu mir nett ist, bin ich auch nett zu ihm. Ah. Geh mal einen Augenblick weg, muss noch was einkaufen. Ach, sollte mein Mann inzwischen kommen, sagen Sie, ich bin gleich wieder da. Guten Appetit. Vielen Dank, Knick. Was ist denn das für Kuchen? Ach, du bist ja auch noch da. Ich habe gedacht, du hast das ja nicht mitgekriegt. Mann, du siehst ja richtig arbeitswütig aus da so von hinten. Das ist ein Schweineohr und ein Liebesknochen. Das Schweineohr ist meins. Vorsichtsmaßnahme, ja? Was? Na, ich meine, bei der Musik, die du die ganze Zeit hörst, da könnte ja sein, dass die Creme in dem Liebesknochen schon sauer geworden ist. Sehr witzig. Wenn du Rock'n'Roll hören willst, bitte. Ich nicht. Meine Generation hat nämlich Ohren. Ja, Schweineohren, wa? Bitte. Aber das sollte nur ein Scherz sein. Wie lange arbeitest du denn hier schon? 2 Tage. Aber gnädige Frau habe ich noch nie gesagt. Ach, das hast du trotz deiner Dudelei gehört? Ja, weil ich Musik mache, bei der man sie unterhalten kann. Warum bist du eigentlich so giftig, Kollege? Ich habe schon gnädige Frau gesagt. Passt überhaupt nicht zu deinem Alter. Hab immer eine gute Erziehung. Hab ich auch. Bloß ich mache nicht dauernd Gebrauch davon. Das ist nämlich langweilig auf der Dauer. Ich verstehe. Du hinterlässt lieber den Eindruck, saubere Arbeit, aber schlechte Kinderstube, oder? Meine Kinderstube war eine Malerwerkstatt. Aber in der Zeit scheinst du öfter mal an Starkstrom gekommen zu sein. Nee, Frau. Na, nur reg da mal ab, das hebt die Trinkgelder. Schweinehaus ist gut, der Kaffee rum. Mhm. Und verträumte Koffein, das sag ich immer. Vielleicht sag ich nachher wenigstens Madame zu ihr. Ja, das passt ja auch zu deinem Alter. Werd nicht kess. Was hast du denn da noch so prima, eine Steckdose? Du bringst meinen ganzen Zeitplan durcheinander. Ach, wieso? Ich muss da bloß noch zu Ende spachteln. Dann muss ich da abklemmen und die Leitung wiederführen und zum Wand haben. Ja, dann mach hin, ich muss die Wand noch tapezieren. Aber du machst mir Spaß, hier treibst du hier Kollegen an. Hör mal, höflich warst du. Dein Kuchen hast du, Trinkgeld kriegst du. Also, zieh das bisschen rum, hier Kabel nicht unnütz in der Länge. Warte, ein bisschen rum, hier Kabel. Was machst du denn hier mit deiner Bequemlichkeitsrolle, Mensch? Eintunken hin und her und zurück, eintunken hin und her und zurück. Mal ein Blut. Schraube aus, Schraube rein. Leitung ab. So, Bammel hier, das wisst ihr wohl nicht so lassen. Und das hier, sind das Ende mal anschließend, die Lumpe hier? Nee, lass das, sonst kriegst du da noch einen erwischt. Warte, du hast nicht mal die Sicherung ausgeschaltet? Ich glaube, ich stehe mal. Wo sind der Sicherungskasten? Auf dem Korridor, glaube ich. Mach mal das Oberlicht an. Erstmal mag dein Gefühle hier aus. Außerdem, was soll denn das bringen, wenn ich das Licht anknipse? Ich will sehen, ob das alles funktioniert. Aber mach ich schon alleine. Was soll denn das werden, wenn fertig ist? Deckenlicht, Steckdose. Mensch, komm, lass das an, ich brauch den Strom, ich muss da erstmal durchmessen. Gib hier keine Erklärung ab, womit du dein Geld verdienst. Das mach ich zu Hause nebenbei. Angeber. Musst doch mal meine Wohnung ankicken. Leitung, Steckdosen, alle Elektroarbeiten habe ich selber gemacht.
Ich. Verstehst du? Ja, ja, ja. Jetzt kommen wir gleich die Tränen. Was glaubst du denn, wenn ich bei mir zu Hause die Decken malern lasse, wa? Das mache ich selber. Und zwar aus Spaß. Und fachgerecht. Nicht mit so einer altmodischen Rolle hier, mit so einer Leiter. Nee, du, da muss ein Stielmuss daran, verstehst du? Damit du das schön gleichmäßig, ja? Aber eben von unten machen kann. Oder erzählst du mir was von deinen Stöckchen? Das war der Kronleuchter. Armleuchter. Dann zahlt die Versicherung. Über so was wie dich kann ich doch nur lachen. Langer Griff, kurz, schnell, fachgerecht musst du arbeiten. Nicht wie hier, hast was falsch abgekniffen. Da hängt ein Stück Isolierband. Hier, das Ganze wird wieder aufgekloppt, Mensch. Das ist ja krumpelig und uneben wie eine Mondlandschaft. Wie soll ich denn da drüber tapezieren? Saubere Arbeit, Junge. Sauber musst du arbeiten. Sauber? Das sagst du mir. Sauber, du, da kann ich auch bloß lachen. Kick dir mal die Blumen hier an. Kick mal hier. Eine ganze Flora ist doch im Eimer. Na und hier? Das hier, das nennst du sauber? Und da oben die Abschlussleiste, kick dir das mal an. Einfach ruf und dann die Ranier malen. Nee, Mensch, du. Jetzt werde ich dir mal zeigen, wie man das machen muss, ja? So wie ich das bei mir zu Hause mache, ja? Du gehst doch hier bloß rum und klatscht eine Farbe in die Gegend. Und dann moserst du noch rum über so eine nette Frau, ja? Die dir Liebesknochen, ja? Und Schweineohren spendiert. Ich kann mal meinen Kuchen selber kaufen. Aber malern kannst du nicht. So musst du eine Abschlussleiste abgrenzen. Ich zeig dir das mal. Ich zeig dir jetzt mal, wie man einer Leitung fachgerecht von der Steckdose abzweigt. Mensch, Kollege, was machst du denn bloß? Ich, Spinste? Hast aber ganz schön Scheiße gebaut. Das werde ich mal überprüfen. Mensch, du lass das. Was ist denn hier los? Wir haben einen kurzen. Um Himmels Willen. Sie sollten eine Leitung verlegen und nicht die Wohnung abbrennen. Und Sie sollten malen und tapezieren und nicht so eine Sauerei veranstalten. Nur mal eine Sekunde, ich bin ja und ja was ist das hier? Das ist ja unglaublich. Ich bin doch auch nicht. Der Anschluss ist doch völlig falsch. Da soll er hin. Ach. Das habe ich heute frisch tapeziert. Was? Sie haben das gemacht? Kunststück. Wozu bestelle ich einen Maler, wenn der Elektriker tapeziert? Und was wundere ich mich über einen Zimmerbrand, wenn der Maler die Elektroarbeiten macht? Nee, nur Moment mal, das war ja alles in Ordnung mit der Steckdose, bloß durch die Fummelei am Sicherungskasten. Was haben Sie am Sicherungskasten zu fummeln, wenn Sie schon als Maler versagen? Wenn man hier alles selber macht. Wo haben Sie den Schraubenzieher? In der Standuhr. Der bringt das alles durcheinander. Solche Kleinigkeiten mache ich doch selber. Lächerlich. Na klar. Die Automatik ist rausgesprungen. Auf die Idee, die Automatik vorher auszuschalten, ist wohl auch keiner gekommen, was? Ich glaube, ich bin hier überflüssig. Und seine Decke wird er sich jetzt auch gleich selber zu Ende streiten. Das ist sogar besser als Sie. Da müssen Sie aber anstrengen. Wir werden doch alle überschätzt, diese Arbeiten. Wollen Sie uns beleidigen? Ich will hier Ordnung machen, weiter nichts. Denn Sie als Maler... Das war der. Sie? Sie sind Maler? So arbeitet doch kein Maler. Das war der, ja. Jetzt hört doch auf, mich durcheinander zu bringen. Meine handwerklichen Fähigkeiten reichen bei weitem aus, um Sie als Maler und Elektriker zu ersetzen. Ich bin wieder da. Nee, Frau. Wie wird sich freuen über das Chaos, das Sie hier angerichtet haben? Ist doch wirklich unglaublich. Sehen Sie sich das an, ist doch falsch angeschlossen hier. Eine Phase muss doch frei. Ja, natürlich. Freiliegen, aber da muss ich angeschlossen. Ich komme es raus. Was war das? Friedhelm! Hab ich was falsch gemacht? Die Sicherung war raus und... Oh, was hast du denn hier wieder angestellt? Haben Sie ihn etwa an die Farbtöpfe gelassen? Die Schweinerei hier hat mein Kollege von der Elektrotechnik gemacht. Ich habe volle 220 Volt erwischt. Ein richtiger Vollfachmann. Als wirklicher Fachmann hätten Sie ihm den Schraubenzieher erst gar nicht in die Hand geben sollen. Wann gibt es ein Handwerkzeug nicht außer Hand? Ach, du lieber Himmel, was da alles zu Bruch gegangen ist. Wie hast du denn das wieder geschafft, Friedhelm? Mit deinem Do-it-yourself. Was redest du denn da? Die beiden haben mich vollkommen verwirrt. Man fragt sich doch wirklich mit Recht, warum macht der Maler einen Kurzschluss und der Elektriker... Weil ich davon genauso viel verstehe wie er. Ach, und er versteht von der Elektrotechnik so viel wie Sie, ja? Handwerker sind wir schließlich beide. Im Gegensatz zu Ihnen. Lächerlich. Mir reicht's. Feierabend. Ich mache jetzt schleunigst eine Fliege. In ein paar Minuten beginnt nämlich das Länderspiel. Oh, verdammt, ich hab ja ganz vergessen. Was sind Sie denn eigentlich von Beruf? Kaufmann. Kaufmann. Na und? Meine Steuererklärung frisiere ich schließlich auch alleine. Ja, 2 und 2 ist nämlich 4. Das lernt man auch in unserem Beruf.
Berufsschule. So. Wo haben Sie das hier gelernt? Wenn Sie mir das mal verraten, ja? Aber Moment mal. Haben Sie nicht eben gesagt, in ein paar Minuten beginnt das Länderspiel? So ist es, in ein paar Minuten. Verdammt, wo ist der Fernseher? Irgendwo da drunter ist er. Hätte ich doch beinahe vergessen. Also, Namen dann. Ebenfalls. Moment, meine Herren. Warum die plötzliche Eile? Wir wollen ja, in wenigen Minuten ist das Fußball-Länderspiel. Ja, ein sehr wichtiges Spiel, Frau. Mhm. Wohl kaum so wichtig, dass Sie hier so sang- und klanglos verschwinden können. Also hören Sie mal. Nein, jetzt hören Sie mal. Sie sind Maler und haben sich als Elektriker überschätzt. So. Und Sie als Elektriker haben geglaubt, dass Sie eigentlich auch Maler sein können. Ja, so ungefähr, so ist es. Ja, und du wolltest Maler und Elektriker gleichzeitig sein. Was ja eigentlich gar nicht meine Berufe sind. Na, siehste. Was soll ich denn damit? Na, was schon? Den Dreck hier wegräumen. Den die gemacht haben? Sollen sie doch selber. Geht nicht. Warum nicht? Weil die beiden vollauf beschäftigt sind. Womit? Mit der korrekten Beendigung ihrer Arbeit. Davon ist die Decke und die Wand da noch meilenweit entfernt. Da machen wir heute sowieso nicht mehr dran. So ist es. Nee, so ist es eben nicht. Denn ihre beiden Firmen haben mir vertraglich zugesichert, dass das Zimmer noch heute, ja, heute, meine Herren, fertig wird. Also, worauf warten Sie? Also nicht mit Fußball. Doch! Was? Wie? Da muss doch irgendwo sein. Da ist er. Spiel auch noch im Eimer. Ja. Wer von euch hat na das Gieß- und Fliegeschild auf das verwilderte Grab gesteckt? Ich wartet nicht, Chef. Das ist doch Blödsinn. Wer soll denn aber gießen und fliegen? Bei mir so nichts notiert. Kick mal nach, was auf dem Merkfall steht. Was für ein Fall? Auf dem Schild, was in der Erde steckt. Mit den Daten. Okay. Sollen Sie selber gucken. Hier ist kein Schild. Um den Grabstein herum musste kicken. Nicht zu entdecken. Ach Gott, nochmal, da muss doch eins sein. Geh mal weg. Ich kick selber. Gute Idee. Das darf doch nicht wahr sein. Der olle Lockenfitz. Oh, Junge, das hast du aber nicht verdient, hier so erbärmlich zu liegen. Nicht mal ein Stiefmütterchen. Haben Sie was gesagt, Chef? Nee, nichts Besonderes. Mensch, Hacki, worauf sitzt du denn da? Grabstein. Eben, komm. Hermann Fitzner, Abteilung C, Feld 6, Nummer 629. Das Nutzungsrecht läuft bis 1997. Der olle Lockenfitz. Wollen Sie den Namen der Nutzungsberechtigten oder die Adresse? Nee, nee, danke. Entweder sie tot oder das interessiert keinen mehr. Kannten Sie den Mann? Komisch. Da fährt man ja aus, ja, ein über das Gelände, als ob es eine Blumenplantage wäre und guckt nur, ob alles schön wächst. Und da ist der Zufall, der entdeckst. Da liegt auch ein Stück von deinem eigenen Leben begraben.
Tja, das haben Friedhöfe so an sich. Tja. So! Warte, welche Herne kann ich geschafft hat? Ich glaube, ich hab's noch mal hingekriegt. Ja? Jetzt starte mal. Du warst schon immer ein Genie, Jürgen. Ja? Eins ist dir klar, Helmut. Er tut's nicht mehr lange. Du, wir tun's alle nicht mehr lange. So eine Karre kannst du umtauschen. Bei uns mal das Getriebe im Eimer ist. Eben, das meine ich ja. Was bin ich dir schuldig? Sag mal, spinnst du? Okay. Dafür hast du dann später mal deine Grabpflege bei mir umsonst. Hast du heute deinen melancholischen? Ich muss mal mit dir was besprechen. Was ist hier? Uwe! Ja? Komm, komm, mach du mal! Ja, Chef. Na, nun mach hin! Du bewegst dich wie ein alter Mann. So ist es heutzutage. Wem sagst du das? Hier, guck mal, was ich neulich beim Kram gefunden habe. Kennst du das noch? Das ist ein Klassenfoto von uns. Und hier noch eins. Mann, wie alt waren wir denn da? Na, so 14. Junge, Junge. Bist du denn? Ja. Du bist aber auch nicht gerade schöner geworden. Nee. Und der olle Lockenfied so mit gütiger Paukervisage. Was war das für ein Hund, ne? Und das ist Dietze, stimmt's? Feiner Pinkel, wie immer. Und das ist Wolli. Wolfgang Kabel, der Clown vom Dienst. Ja. Und kennst du den noch? Klar, Jochen Siebruck. Und wer ist das? Das ist Triller. Und das ist meine Nickel. Und das ist Gute Pfennig. Mann, hast du ein Gedächtnis. Sollst du dir weiter aufzählen? Nee, nee, nicht nötig. Hier, das Bild kannst du behalten. Ja, mach keinen Quatsch. Doch, das ist wahrscheinlich alles, was übrig geblieben ist. Das Foto und wir zwei alten Knochen. Sag bloß. Wie viel waren wir denn damals in der Klasse? So 30, oder? Frag mich nicht. Das ist 100.000 Jahre her, pass mal auf. Ich hab nicht so ein Elefantengedächtnis wie du. Du behältst das Foto, nicht? Und dann schreibst du dir mal die Namen auf und telefonierst rum, wer von denen hier in Berlin noch ansässig ist oder nicht gerade verstorben. Und die lädst du dann ein. Du machst mir Spaß, Helmut. Das will ich auch. Denn wenn noch ein paar übrig sind, also kein Heldentod, kein Herzinfarkt oder weg von Berlin, dann lade ich die alle in Todes Weinkeller ein und lass einen springen. Wäre doch lustig, oder? Ja, schon. Da siehst du. Die ollen Krüppel mal wiedersehen. Du kannst einen ganz schön überfahren, Helmut. Ganz schön blöde, ne? Aber mich hat's plötzlich gepackt. So eine ganz doofe Sehnsucht nach Feuer. Ganz schön munter, deine Kriegskameraden. Klassenkameraden-Tode. Der traurige Rest. Aber Lärm machen sie wie ein Haufen Landsknechte. Das ist die Wiedersehensfreude. Nach 40 Jahren? Nee, das ist mein guter Wein. Andreas, warum bist du noch nicht im Bett? Nee, sag der Mama einen schönen Gruß, das wird später. Was heißt hier, saufen nicht so viel? Was Ausdrücke sind denn? Also so habe ich mir den Pauker immer vorgestellt. Und ich mir einen Omnibus-Kutscher. Ich nachlassen, ja. Auf, Männer, der Friedhof zahlt alles. Ja. Hast du geglaubt, der Dietze mal Pauker wird, der feine Pinkel? Nee. Und Wolli, der alte Clown, steuert immer noch nicht die großen Gelben. Ja. Teller kommt mir ein bisschen verhärmt vor. Na, sitzt du mal beim Senat. Trotzdem. Was heißt trotzdem? War keine schlechte Idee von dir. Nicht? Wir hatten noch viel Freude. Viel Spaß auch. Du weißt doch, wie wir den Rollstock angesägt haben. Und aufs Wollis Hintern hat's dann geknackt. Ja. Und was macht Lockenfitz? Sagt ganz lässig, also wie ihr wollt, steigen wir Backpfeifen noch. Und ich hab mir gleich die erste eingefangen. Ja. Mann, hatte der eine Handschrift. Auf seine Handschrift. Ja. Ja. Ein ausgekochter Hund. So die Tour. Entweder du brummst 2 Stunden nachsitzen ab. Bloß, weil ich meine Schwalbe losgelassen habe. Oder du kommst mich besuchen. Ich gehe lieber besuchen. Dann hast du seiner Frau den Teppich hier geklopft. Ja, aber nur eine Stunde. Komm, komm, eine Stunde. Du warst ein paar Mal da. Ich bin ja jünger als er. Bruder, mach mal einen Shampoo. Vom Besseren?
Vom Besten, ja. Da muss er mal eine Freistunde gehabt haben. Mein Pech, ich sitze gerade ganz gemütlich auf einer Bank im Park mit einem Krimischmöker. Helmut fehlt unentschuldigt. Ja, wie immer. Da taucht er auf, ganz plötzlich. Sieht mich, ich denke, Mann, jetzt fange ich mir ihn ein. Nein, denkst du. Er setzt sich ganz ruhig neben mich auf die Bank, holt sein verdammtes Notizbuch raus und sagt, hör mal, Helmut, letzte Stunde hatten wir Erdkunde, jetzt werden wir das Ganze mal wiederholen. Und fahr die Löcher im Bauch. Genau. Das gab eine 6 in seinem Notizbuch. Nein, eine 6 plus. Wir waren nicht der schlechtesten ein. Der olle Lockenfitz. Und wisst ihr noch, wie ich die Stinkbombe gelegt habe? Ja, klar. Und er macht seine Aktentasche auf, holt was raus, sagt, hab ich auch. Und schmeißt es in die Klasse. Und sagt, die Fenster bleiben geschlossen. Und sagt, ich muss euch jetzt leider allein lassen. Ich muss dringend zum Rektor. Das war eine Leistung. Ah, ja. Oder wie ich mal bei so einem Wanderzirkus eine Karre geklaut habe. Und irgendwie hat er das rausgekriegt. Oh, ja, ja, ja. Und dann sind wir nachts zum Zirkus geschlichen, nur wir beide. Und haben das Ding heimlich zurückgebracht. Und auf dem Nachhauseweg, da hat er mir dann noch eine geschallert. Das ist heute nicht mehr drin. Na, wisst ihr noch, wie wir das letzte Mal mit der Klasse zusammen waren im Klassenzimmer? Und wir raus und leben? Ja. Da hat ihnen von uns nur einfach die Hand gegeben. Ah. Und ihr sagt, Jungs, das Krieg macht's gut. Und dann hat er noch gesagt, also ihr seid mal doch die dämlichste Klasse, die mir je untergekommen ist. Und dann ist er ganz, ganz schnell rausgegangen. Ich glaube, der konnte uns leiden. Ja. Was denn jetzt? Ihr lacht ja gar nicht mehr. Mache ich schon, Trude. Na, mach mir mal ruhig arbeitslos. So, ich will jetzt mal eine Rede halten. Nee. Die Rede halte ich. Oh. Ja, komm. Ihr alten Flaschen. Dietze, Wolli, Triller. Ihr kümmerlicher Rest. War eine gute Idee, euch wiederzusehen. Und wem verdanken wir das? Prost, Helmut. Prost. Helmut. Prost, Helmut. Prost, Helmut. Prost, Suff oder nicht suff, dass wir hier zusammen sind, das verdanken wir nur einem, unserem ollen Lehrer. Hermann Fitzner, genannt Lockenfitz. Ja. Sagt mal, haben Sie den nicht nachher noch zum Volkssturm eingezogen? Wie ich den kenne, ist er bestimmt geflitzt. Oder Sibirien. Sibirien konnte er nie leiden. Ist eine Schande, man weiß überhaupt nichts mehr. Er liegt bei mir auf dem Friedhof. Bei dir auf dem Friedhof? Ist das ein Wunder, bei dem Alter? Ja. Auf meinem Friedhof. Begraben und vergessen. Nicht mal ein Stiefmütterchen hat er bei sich auf dem Grab. Sein trostloser, verwilderter Erdhaufen. Also keine schöne Ruhestätte für unseren Lockenfitz. Das ist alles Quatsch gewesen. Ich sag nichts mehr. Aber ein Stiefmütterchen hätte er da wenigstens verdient, oder? Na? So. Das reicht ja so ja für 3 Stiefmütter hier. Und der Rest für einen anständigen Hü. Soll ich helfen, Chef? Nee, dazu brauche ich dich nicht. Ist denn die Pflege jetzt bezahlt? Nein, das mache ich alleine. Soll ich dann die Fahne hinsetzen für diesen? Nee, ich hab dir gesagt, das mache ich alleine, du Pfeife. Steh nie da wie ein Arbeiterdenkmal. Hier, bring den Grabstein auf Vordermann. Mach ihn sauber. Das ist ein Name, Mensch.
Schönen Gruß von deiner Rolle Klasse. Du Rolla Lockenfitz, du. Ich arbeite gerade an der Empfehlung zur Ergänzung der Verordnung über bundespostzweckmäßige Oberbekleidung im Postzusteller Außendienst. Also in der Empfehlung, das steht auf Seite 91. Ach, dafür sind Sie gar nicht zuständig. Ja, das hätte mich auch gewundert. Ja, Wiedersehen. Schon wieder, Bolton? Ja, hier. Das ist das 7. Mal in diesem Monat. Das ist neuer Rekord. Was war es denn diesmal für einer? Ein Dackel. Rauha. Hat das Bein auch was abbekommen? Nein, zum Glück nur die Hose. Also keine Krankschreibung diesmal. Aber der Schock, Herr Schneider. Der Schock. Ich bin richtig fertig mit Nerven. Ja, also. Morgen können Sie zu Hause bleiben. Das lässt sich einrichten. Aber mehr als ein Ruhetag liegt nicht drin. Ich danke Ihnen. Ja, Herr Brücken, dann sollten wir beide uns einmal Gedanken darüber machen, dass es in dieser Stadt bald keinen Hund mehr gibt, der Sie nicht schon einmal angefallen hätte. Ja. Dann irgendetwas muss es doch liegen. Verflixt noch einmal. Ich kann mir das auch nicht erklären. Es muss Ihr Geruch sein. Sie meinen, ich sollte ein anderes Deodorant? Nein, das meine ich nicht. Sie sollten sich auch einen Hund anschaffen. Ich? Niemals. Ich hätte ja keine ruhige Minute mehr. Mensch, Bolton, ich habe schließlich auch einen. Was? Ja, einen Bernardiner. Hundebesitzer haben den richtigen Geruch und das spüren fremde Hunde sofort. Und deshalb tun sie Hundebesitzer nichts. Für mich kommt ein Hund nicht in Frage. Ja, also dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Ist da was? Können Sie mich nicht versetzen? In dem Bezirk 25. Da sind Mietshäuser, wo Hundehaltung verboten ist. Definitiv. Ja, lassen Sie mich mal sehen. Ja, ja, das geht. Das geht? Genehmigt ab übermorgen. Danke. Oh, das ist sehr freundlich von Ihnen, Herr Schneider. Wirklich sehr human. Herr Bolton! Ich prüfe gerade die Empfehlung zur Ergänzung der Verordnung über bundespostzweckmäßige Oberbekleidung im Postzusteller Außendienst, Teil 2, Abschnitt 3a, bezüglich der Beinkleidung. Ja, das lässt sich machen. Ich nehme mit auf, dass die Beinkleidung unserer Beamten im Postzusteller Außendienst in Zukunft hundeabweisend sein sollte. Das ist eine hervorragende Idee. Hoffentlich lesen die Hunde die Verordnung auch. Die Post ist da. Scharach, ja. Das ist schon Seefeld. Ja. Und Schröder. Müller, Kasamanidis, Dutton B., Ötschan, Bornemann, Carola von gestern. Mensch, hier wohnt aber auch alles. Herr Postrat. Meinen Sie mich? Ach, Sie sind es ja gar nicht. Ja, aber natürlich bin ich's. Sie meinen sicher meinen Vorgänger. Der ist versetzt worden. Ach, schade. Da hat man sich nun mal an einen von der Post gewöhnt und dann wird der gleich versetzt. Ich verspreche Ihnen, Sie kriegen von mir genauso viel Post wie von meinem Kollegen. Ich kriege keine Post. Aber der andere hatte immer einen prima Tipp für mich im Fußball-Toto. Und der hatte echt was auf dem Kasten im Fußball. Ja, haben Sie sicher schon oft im Fußball-Toto gewonnen, oder? Nee, noch nie. Ha,
Da waren also die Tipps von meinem Kollegen doch nicht so gut. Aber klar doch, die Tipps waren schon in Ordnung. Bloß auf die Bundesliga ist kein Verlass. Da haben Sie wieder recht. Schönen Tag noch. Na, Mieze, haben sie dich ausgesperrt, was? Ja, wir beide verstehen uns, was? Du magst keine Hunde und ich auch nicht. Aber zum Glück gibt's ja keine in dieser Gegend, nicht? Brav, Tierchen, ja. Die Post ist da. Danke. So, Wendel, Riedel, das war alles. Schön ruhig bleiben, mein Kleiner. Schön ruhig. Wer ist denn da? Der Postbote. Was ist schon wieder? Bitte machen Sie doch auf. Ein Notfall. Mann, hat der ihn geladen. Ein frickster Köter, wo der bloß herkommt. Hier darf es doch ja keine Hunde geben. Hau ab, du Viech! Los! Geh nach Hause! Was? Weg! Du wolltest weglaufen? Geh zu Herrchen! Los! Du Kalb! Zu Frauchen! Los! Flex und will nicht. Ach. Na, das siehst du doch. Kohlen gehören in den Keller und da befördert sie hin. Ich wusste ja, dass die Kohlen mit der Post kommen. Nick, ehrlich gesagt, auch nicht. Hallo. Die Post ist da. Hallo. Sagen Sie doch was. Das darf doch nicht wahr sein. Hey, befördern Sie einen Eilbrief? Ruck, ruck, ruck.
süß. Mütze! Ah. Ah. Mütze ist weg, ne? Pfeift doch. Nein. Dankeschön. Und ich hab schon gedacht, du hättest was gegen die Post. Du krummer Hund, du. Freundschaft. Kommen. Also, wenn man dir zusieht, kann einem schlecht werden. Manni, sie kommen. Also, du tust, als wäre es das erste Mal. Lass sie halt kommen, Herr Wirt. Ich glaube, ich fange doch lieber gleich mit der Heimwehnummer an. Nicht da. Wir machen das so wie abgesprochen. Bitte. Heimweh. Blödsinn. Die Kapitanten sind doch froh, wenn sie mal rauskommen. Was gibt's? Also, nochmal. Kaffee, aber nicht mehr als 2 Tassen. Streuselkuchen, 1 Stück. Und dann auf mein Handzeichen die Hausmarke. Und immer schön nachgießen. Sekt macht spendierfreudig, verstanden? Wie das letzte Mal, alles klar. Nee, nicht wie das letzte Mal. Da hat der Brause in Sekt gemischt. Nur wegen dem Schaum. Wenn die Gläser so lange rumstehen, ist die ganze Kohlensäure raus. Also Schluss jetzt. Carlo, nimm dein Akkordeon und leg los. Und du hilfst mit Kaffee eingießen, Gitte. Ganz normal. Ohne zu kleckern. Ich bin Artistin und keine Kellnerin. Jetzt mach nicht wieder Theater. Wir sind schließlich alle ein Team hier, oder? Ja, beim Arbeiten schon, aber beim Geldverteilen, da bist du dann der große Manito, ne? Du, das habe ich gerne. Wer ist denn hier der Macher? Die Verkaufskanone, ha? Wer denn? Und wer trägt denn das Risiko? Hm? Ich doch. 600 Mark für den Bus, 500 für die Anzeige, 300 Mark für die Bewirtung. 400 bitte.
400? Letztes Mal waren es nur noch 300. Ja, alles wird teurer. Hast du das Geld? Die Polizei dahinter kommt, wie sie die alten Damen in der Spur hauen. Machen sie mir möglicherweise lokal zu, wa? Nee. Hey. Moment. Bei mir geht alles legal zu, ja? Bis auf das i-Tüpfelchen. Was kann ich denn dafür, wenn die Leute so dumm sind? Sollen sie doch das Kleingedruckte lesen, bevor sie unterschreiben. Oder? Wenn man einen Esel nennt, kommt er angerannt. Also, los geht's. Die Dame hat bestimmt schon Kaffeedurst. Steht ihr nicht. Hm. Wie geht's uns denn heute, Frau Kommerzbrat? Richtig, ja. Langsam, langsam, nur nicht drängeln. Bei uns kommt keiner zu kurz, bei uns kommen alle ran. Hoppla! Vorsicht, küsst die Hand, junge Frau. Mama, was machst du denn hier? Bist du noch zu retten? Ich hab eine Freikarte. Kaffeekuchen und Programm. Ja, immer geradeaus, der Kaffee ist schon unterwegs. Ja. Und du gehst jetzt zurück in den Bus, ja? Und wartest auf mich, das hier ist nichts für dich, Mama. Wieso? Das verstehst du nicht. Du setzt dich jetzt schön brav hin und wartest auf mich. Ich bin gleich wieder da. Nein! Mama! Ich bin jetzt 2 Stunden mit dem Bus durch die Stadt gefahren. Jetzt will ich meinen Kaffee. Lass mich los. Herrgott, noch mal! Jetzt lassen Sie doch die Frau. Da hörst du. Warte, hier geblieben. Und Sie werden sie nicht frech. Sonst war das Ihre letzte Tour. Krumme Tour, meinen Sie? Also, wenn es nach mir ginge, dann... Ach, vergiss es. Was meint der? Nichts, Mama, gar nichts. Du kriegst deinen Kaffee und Kuchen nach draußen. Du kannst da nicht rein, Mama. Das wirst du erleben. Und wenn ich deinen Chef holen müsste. Der Chef bin ich selber. Du? Du bist dein Chef? Ja, das hast du mir doch noch gar nicht erzählt. Na, sowas. Mein Sohn, ein Chef. Wenn das der Papa hätte erleben können, wo er doch immer gesagt hat, aus dem Jungen wird nichts. Ach, der Junge, der ist nichts. So, der würde Augen machen. Ein Chef. Also schön, Mama, aber eines bitte ich mir aus. Gekauft wird nichts, verstanden? Nichts, gar nichts. Ja, wieso soll ich was kaufen? Ist doch alles umsonst. Hier, da steht es. Keine Kaufverpflichtung. Alles gratis. Ja, ja, hoffentlich hältst du dich auch dran. So, und jetzt komm rein. Ja. Meine sehr verehrten und hochgeschätzten Damen, nach diesem feurigen Opening unseres Carlo Schreber auf der guten alten deutschen Quetschkommode, erlauben Sie mir, dass ich Sie im Namen der Firma Elektrodano auf das Herzlichste begrüße. Ich bin überzeugt, dass Ihnen Kaffee und Kuchen munden wird. Und bevor wir nun zu unserem Unterhaltungsprogramm schreiten, erlauben Sie mir ein paar Worte zum Thema unserer heutigen Veranstaltung. Der nächste Winter kommt bestimmt. Und wie im Bauernkalender nachzulesen ist, wird das der härteste Winter seit 50 Jahren. Und was das bedeutet, brauche ich Ihnen nicht zu sagen, meine Damen. Da heißt es Vorsorge treffen und der eisigen Kälte ein Schnippchen schlagen. Und zwar mit der Firma Elektrodauno und ihren elektrischen Heizdecken. Aber davon später. Jetzt wollen wir uns erst einmal amüsieren, und zwar auf das Beste. Denn was wir Ihnen heute bieten werden, das ist einmalig. Das gibt's nicht mal im Fernsehen. Karl? Ich habe das Vergnügen, Ihnen Madame Brigitte vorzustellen. Die Sie nun mit Ihren magischen Kräften faszinieren und unterhalten wird. Brigitte, darf ich bitten? Diese alles durchdringenden Augen kennen keine Geheimnisse. Sie sehen alles. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft.
So. Wo fangen wir denn an? Vielleicht mit Ihnen, gnädige Frau? Sie haben so herrlich rote Bäckchen und einen so schönen Hut. Wie ist denn der Werdename? Gertrud Lehmann. Danke. Und gestatten Sie mir, dass ich etwas indiskret werde. Wie alt sind Sie? 80 Jahre. Nein, also ich hätte Sie keinen Tag älter als 79 geschätzt. Und nun gestatten Sie mir, dass ich mich aus Ihrer Handtasche bediene. Ja. Gitte, es gilt. Was halte ich hier in meiner Hand? Ein viereckiges Papier. Es ist bedruckt. Ein Foto. Nein, doch. Ein Personalausweis. Richtig, ein Personalausweis. Ist das nicht fantastisch? Und nun wird es schwierig, Gitte. An welchem der 12 Monate ist die Besitzerin dieses Ausweises geboren? Dezember. Stimmt? Ja. Fantastisch! Und jetzt wird es noch etwas schwieriger. An welchem der 31 Tage? Am 3. Am 3. Dezember 1905. Stimmt. Fantastisch! Das staunt allein und der Fachmann wundert sich. Und jetzt meine dritte und letzte Frage. Madame Brigitte, wie viel Mark halte ich in meiner rechten Hand? 3 Scheine. 3 50-Mark-Scheine. 150 Mark auf den Pfennig, genau. Ja, bravo! Unsere Gertrud hat im Lotto gewonnen. Und jetzt vielleicht zu Ihnen. Mit wem habe ich die Ehre? Jutta von Dellhoff. Und wie viele Lenze zählen Sie? 64 im Herbst. Da sind Sie ja beinahe noch im heiratsfähigen Alter. Darf ich? Ja, was haben wir denn da? Madame Brigitte, was halte ich hier in meinen Händen? Wie sieht es aus? Was ist es? Ein Döschen. Rund. Es sind sehr viele kleine Dinge in diesem Döschen. Tabletten. Ein Tablettendöschen. Genau das, ja! Meine Damen. Bravo! Bravo! Unsere Madame Brigitte hört und sieht alles und steht Ihnen nachher jederzeit zur Verfügung mit Ihren hellseherischen Fähigkeiten. Und nun wird sie unser Carlo mit einem schönen Volkslieder-Potpourri unterhalten, während ich mich um den Nachschub kümmere. Carlo. Na los, los, bring was hinter uns. Hausmarke, ja? Aber schön süß. Mhm. Ja, ja, das mögen die Damen. Ja, guck mal. Ach, Herr Mangold, ich hab da mal eine Frage. Diese Dame, diese Brigitte, kann die wirklich hell sehen? Ja, meinen Sie, wenn die hell sehen könnte, würde ich mich mit den alten Weibern rumplagen? Ich weiß nicht mal, wie viel Uhr es ist. Ja, aber wie funktioniert denn das? Das werde ich Ihnen gerade auf der Nase binden. Ja, das ist kein Kunststück. Die haben das vorher abgesprochen. Also nehmen wir mal an, du sollst meinen Geburtstag raten. Dann frage ich dich zum Beispiel, erste Frage, in welchem Monat? Na? Ja, woher soll ich das wissen? Mensch, Walter, erste Frage, erster Monat. Na, sag schon. Januar? Genau. Und jetzt? Dreimal darfst du raten, an welchem Tag? Dreimal darfst du raten. Dreimal darf ich raten. 3. Januar. Ach so. Ach, Mann, Mensch. Könnte ich auch. Aber nur vielleicht. Sogar dazu braucht man eine gewisse Intelligenz, mein Lieber. Was willst du damit sagen? Ach, vergiss es. Bring mir lieber noch eine Fassbrause.
guck nicht so blöd. Was kann ich dafür? In der Branche muss jeder zusehen, wo er bleibt, oder? Na also. Meine Damen, der nächste Winter kommt bestimmt. Und nicht nur mit Weihnachtsliedern, sondern mit eisig bitterer Kälte. Und darum startet Elektro Dauno schon jetzt im Sommer diese einmalige Aktion, um Ihnen, meine verehrten Seniorinnen, die Möglichkeit zu geben, günstig, um nicht zu sagen, zu Herstellungskosten, zu einer Elektro Dauno-Decke zu kommen. Kuschelig und mollig warm, dank der patentierten Heizelektronik. Modell Tundra. Für den Normalverbraucher bei herbstlich kühlen Temperaturen. Modell Alaska mit der Doppeldaune und den zwei Temperaturstufen für die klirrende Kälte und den anspruchsvolleren Geschmack. Und schließlich unser Topmodell, Modell Antarktis, der reine Luxus. Triplex Down, stufenlos regulierbar von 0 auf sage und schreibe 35 Grad. Damit können Sie Ihre Nieren grillen. Kleiner Scherz, aber nur mal im Ernst. Hand hoch, wem die Arthritis zu schaffen macht. Na, sehen Sie, und das Rheuma? Tja, meine Damen, dieses Angebot kommt nie wieder. 49,90 Mark. Das ist glatt geschenkt. Dafür kriegen Sie heutzutage nicht mal eine Dauerwelle beim Friseur. Lumpige 49,90 Mark für diese Qualität. Ja, prüfen Sie ruhig. Da merken Sie, das ist unser Sensationsangebot. Damit brauchen wir uns nicht zu verstecken. Und überlegen Sie nicht zu lange. Wer zuerst kommt, wer zuerst bedient, natürlich nur, solange der Vorrat reicht, denn nachher kostet so eine Decke nicht mehr 50, auch keine 100 Mark. Sehr schick. Sondern 249,90 Mark. Auf Ihr Wohl, meine Damen. Prost! Prost! Meine Mitarbeiterin wird jetzt Ihre Bestellung entgegennehmen. Ja, was ist denn? Warum sitzen trocken? Moment mal, Nachschlaf war nicht ausgemacht. Was? Wie kostet denn mehr? Das klären wir später. Jetzt machen Sie erstmal ein paar Flaschen auf. Daddy, Daddy! Was? Drei Decken? Wozu brauchst du? Wozu benötigen Sie denn drei Elektrodecken, wenn ich fragen darf? Na, eine schicke ich Elsbeth zu Weihnachten. Du hast selber gesagt, wie billig sie sind. Genau, die Dame hat vollkommen recht, man weiß doch nie. Die Decke ist doch eine schöne Geschenkidee, nicht? Aber doch nicht gleich drei Stück. Noch dazu Antarktis. Der nächste Winter kommt bestimmt. Jawohl. Hast du denn der Dame auch das Kleingedruckte gezeigt? Da. Können Sie lesen? Alles nur Formalität. Nur Formalität. Ich habe meine Lesebrille nicht dabei. Da hören Sie es, die Dame kann nicht mal lesen. Hier, die Geschäftsbedingungen. Ratenzahlung. Ja, 19,90 Mark monatlich. Und das 36 Monate lang. Wo? Da. Wie kann man nur etwas unterschreiben, wenn man seine Lesebrille nicht dabei hat? Du bringst sie doch im Haus und Hof. Wie kann man so blöd sein? Also, 49,90 Mark Anzahlung. Dann 19,90 Mark mal 36. Das sind 716 Mark und 40 Pfennig. So viel kostet die Antarktis. Das mal drei. Das sind beinahe 2000 Mark. Für dieses Geld kannst du drei Winter nach Mallorca fliegen, bei Sonne, Strand und Vollpension. Ist denn das zu fassen? Und das gilt auch für Sie! Ungeheuerlich! Das ist der Betrug! Nee, nee, meine Damen, das ist Dummheit! Diese Decke können Sie doch in jeder Ecke für 100 Mark kaufen! Aber wenn es was umsonst gibt, da hakt es da oben aus, nicht? Meinen Sie, mir macht das Spaß? Champagner für die Damen! Hauen Sie wieder ab mit dem Zeug! Los, raus! Manni. Schluss der Vorstellung! Raus, los! Manni. Hör auf zu spielen! Manni, hör doch mal! Fahren Sie nach Hause, meine Damen! Seien Sie froh, dass Sie einen noch dümmeren gefunden haben. Nämlich mich.
Geld muss man bezahlen. Ich will jetzt reinfahren und nicht wieder. Verkaufskanone, wa? Da hast du dir mal ins eigene Knie geschossen. Manfred. Mama? Ich bin stolz auf dich. Ja, ja, aus dir wird noch was Richtiges. Das Gefühl habe ich fast auch. Mit dir bleibt mir ja gar nichts anderes übrig. Eben, mein Junge. So, nun komm aber, sonst ist dein Bus noch weg. Da haben wir's. Weg ist er. Dann nehme ich eben ein Taxi. Kannst du dir das leisten? Na klar, wo ich doch eben 2000 Mark gespart habe. Du hast aber geschäftlich schnell gelernt. Man wird alt wie eine Kuh. Man lernt immer noch dazu. Ha 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 ha